Viele Kommentare haben mir geschrieben, ja, hey, wieso bin ich Gott? Ich kann nur ein Auto kaufen bei Need for Speed. Wie kann das denn sein beim Autohändler? Ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie das auf jeden Fall viel, viel schneller geht. Servus Leute, was geht ab? Euer Gott ist wieder back für euch am Start. Nice, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den heftigen Support in letzter Zeit. Wir haben jetzt die 2200 fucking 10 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Das ging ruckzuck, meine Freunde. Das Video ging auf jeden Fall viral, hatten über 16.000 Klicks mittlerweile. Vielen, vielen Dank. Wer das Video noch nicht gesehen hat, das ist Money Glitch Video in Need for Speed Heat. Also passend jetzt eigentlich dazu. Viele Kommentare haben mir geschrieben, ja, hey, wieso bin ich Gott? Ich kann nur ein Auto kaufen bei Need for Speed. Wie kann das denn sein beim Autohändler? Ich zeige euch jetzt in diesem Video, wie das auf jeden Fall viel, viel schneller geht. So Leute, bevor wir hier anfangen, auf jeden Fall zuerst mal in die Online-Server natürlich connecten. Also wir sehen uns direkt gleich beim Händler. Ach ja Leute, wie gesagt, wir haben jetzt unsere erste Crew, die God Army nennt sie sich, haben wir zurzeit. Ich glaube, wir sind zurzeit voll. Aber keine Sorge, wir werden einen zweiten Clan erstellen, beziehungsweise eine zweite Crew. Wird auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung stehen, Freunde. Checkt die zweite Crew ab. Fragt gerne an, Freunde. Ich nehme jeden an, der am Start ist. Der Name und so weiter und so fort wird alles dort unten in der Videobeschreibung stehen. Also checkt die Videobeschreibung ab. Ganz, ganz wichtig. Wir haben hier jetzt den Level 50 Rang erreicht, haben jetzt die Karriere freigeschaltet. Was wir machen, ist natürlich direkt zum Händler springen. Ganz, ganz einfach, Freunde. Wir gehen direkt hier zum Händler per sofort Schnellreise. Und ja, wenn wir beim Händler angekommen sind, zeige ich euch ganz genau, wie ihr auf jeden Fall mehrere Autos kaufen könnt, ohne den Händler zu verlassen. Das ist ganz, ganz einfach, Freunde. Es geht auch sehr, sehr schnell. Ist überhaupt gar kein Problem. Und ja, Freunde, deswegen, ich hatte da in dem letzten Video oben nochmal als Infokarte verlinkt, könnt ihr gerne draufklicken im Money Glitch Video. Sehr, sehr viele Fragen, hey, wieso bin ich Gott? Wieso kann ich nur ein Auto kaufen und muss den Autohändler wieder verlassen? So, Freunde, wir kaufen uns jetzt ein x-beliebiges Auto. Ist ja jetzt nur zum Vorführen. Ich hole mir hier den Chevrolet. Oh, beziehungsweise, komm, wir holen uns ein bisschen teures Auto. Wir haben noch ein bisschen Geld drauf. Ja, wir holen uns jetzt irgendein Auto. Das ist ja wurscht eigentlich. Ich hätte eigentlich Bock auf so einen schönen M4. Der war da gerade, aber... wir holen uns den M2, Freunde. Den M2 holen wir uns ganz locker flockig. Wenn ihr euer Auto kaufen wollt, einfach X drücken. Einmal, nochmal X drücken. So, jetzt kommt die Abfrage. Hey, wie sieht's aus? Möchtest du einen neuen Wagen verwenden? Ja, oder in die Garage schicken? Ihr drückt einmal Kreis. Unten links seht ihr ins Display zurück. So müsst ihr nicht den Händler verlassen. Einfach Kreis drücken. Ganz, ganz einfach, Freunde. Und wenn ihr alle Autos gekauft habt, die ihr haben wollt, einfach den Händler verlassen. Fertig aus. Ihr habt die Karre in eurer Garage automatisch gespeichert. Könnt wieder hier in die Garage fahren, beziehungsweise mit Schnellreise wieder dorthin. Das ist wurscht. Und es war's auch schon mit dem Video, Freunde. Kurz, knackig, aber fein. Ich hoffe, euch konnte das weiterhelfen, weil viele haben mich da gefragt gehabt. Habe ich gesagt, okay, machen wir auf jeden Fall direkt mal ein Video dazu. Ist, wie gesagt, ein ganz, ganz simples Video. Ganz, ganz einfach, Freunde. Ich hoffe, es hat euch weitergeholfen. Viele wissen es nicht. Und ja, das war's mit dem Video. Ich würde mich über ein Abo freuen, über Kommentare freuen, über ein Like freuen, Freunde. Und ja, das war's mit dem Video. Euer Gott sagt ciao. Zu dem Ciao.